Grüß euch, Freunde. Ich bin's mal wieder, euer George. Jetzt hat sie nur begonnen, die Zeit. Ja, die Zeit der dicken Regentropfen. Und man muss täglich durch riesengroße, dicke Wolken fahren und fragt sich den ganzen Tag, wie man der ganzen Geschichte so als, ihr hört's, um Gottes Willen, so als Highway-Kämpfer sich noch irgendwo eine gemütliche Stelle abbringt, um der ganzen Sache noch irgendwie ein bisschen Schönheit zu geben. Naja, ich habe mich hier so unter das Blätterdach gewagt, kurz nach Ende meines Arbeitstages, und werde wahrscheinlich nach dem Video einfach hier vielleicht mit aufgespanntem Schirm, aber vielleicht bleibe ich einfach sitzen, denn es wird gerade wieder mehr, noch ein bisschen den Tag ausklingen lassen. Ja, der Anblick des Waldes, das gibt irgendwie, also für mich persönlich gibt das nach so einem Tag richtig Kraft, und es macht auch immer Spaß abzuschalten, noch ein schönes Pfeifchen zu rauchen. Und ich harze ja sowieso diese Kiste hier unheimlich gerne zu. Ich will, dass das in jedem Stückchen Stoff hier nach Pfeifentabak riecht. Ich glaube, die Kiste hinterher irgendwo nochmal in einer dritten Hand landet oder auf dem Schrottplatz. Derjenige, der als Fremdling in diese Droschke kommt, wird riechen, dass hier massivst amtlichster Tabak konsumiert wurde, Freunde. So wird es sein. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es mir um den Amphora Burley Tabak, den ich nicht in der Pfeife habe, aus gutem Grund. Ich rauche gerade Merkers Mischung Nummer 1, die Vanillebombe par excellence, ne, Friends. Und ja, so sieht erstmal die Packung aus, ne, weist so ein bisschen auf die Burley-lastige Geschichte hin. Wir kriegen zu lesen, dass der Amphora Burley, wie es der Name schon sagt, ein Burley-dominierter Pfeifentabak ist. Für die perfekte Balance wurde noch ein Hauch von Virginia-Tabak hinzugefügt. Amphora Burley ist eine harmonische Mischung, die auf der Erfahrung von mehr als 150 Jahren in der Entwicklung von Tabakblends beruht. Ja, und wenn wir da jetzt die 150 Jahre so an unserem geistigen Auge vorbeiziehen lassen, dann geht man erstmal davon aus, dass man auf jeden Fall was in der Pfeife kriegt, das es in sich hat. Und zwar im positiven Sinne. Ne? Ich würde mal das Tabakbild versuchen zu zeigen. Das ist ja so ein, auch wieder so ein grobgerissener Tabak, also eigentlich ein Ready Rubbed, ein schöner zerrissener Flake, grobe Stücken. Das Tabakbild macht unheimlich Spaß. Also wenn du hier reinguckst, bist du erstmal massivst zufrieden, und auch der Geruch verspricht die Burley-Freuden maximal zu bedienen. Ja, kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man einen guten Burley reinriecht, wie vielleicht zum Beispiel in den Nashville County oder. Es gibt doch so viele Burleys, die relativ rein belassen sind. So einen ähnlichen Geruch bekommt man ja auch. Also man merkt deutlich, dass es sich hier um einen Burley-basierten Tabak handelt. Ja. Und man stopft ihn sich, zündet ihn an, und gleich ab dem ersten Zug schwappt die Welle der Begeisterung durch euren Kopf und natürlich auch aus eurem Mund hinaus und wieder direkt in eure Nase rein. Es ist ein Burley-Traum vom Feinsten. Burley-Traum vom Feinsten. Und es macht sich zunächst eine ausgeprägte Schokoladigkeit breit. Ja? Und diese ausgeprägte Schokoladigkeit wird offensichtlich, so ist mein Eindruck jedenfalls, von einer gewissen Aromatisierung, und wenn es auch bloß eine ganz leichte ist, wird zwar so nicht angegeben, aber wenn es auch bloß eine leichte ist, jedenfalls stark unterstrichen und begleitet, dominiert sie aber nicht. Also ihr habt gerade zu Anfangs einen richtig herrlichen Burley. Der Raumduft lässt, wenn man den Raum verlässt und dann ein, zwei Stunden später wiederkommt, auch darauf hinweisen, dass es vielleicht ein bisschen Aroma sein könnte, aber nicht viel. Der Raumduft ist Tabak echt mit so einer bisschen Süße, die man im so einem leckeren Tabakrauch, Pfeifentabakrauch eben auch zuordnet. Also eine ganz feine Sache. Und ja, so kämpft ihr euch dann durch die Pfeife. Kämpfen in Anführungsstrichen, ist ganz lecker. Und ich müsste vielleicht mal so ein bisschen metaphorisch machen. Ihr beginnt so eine schöne Bergwanderung am Talboden. Und ihr geht durch üppige grüne Wiesenhaine vorbei, durchstreift wunderbare Waldstücken, saftig grün. Und dann kommt irgendwann dieser Moment der Baumgrenze. Ja? Und dann sehen die ganzen Sachen ja so ein bisschen komisch aus. Ne? Man könnte das manchmal mit so verbrannten Teilstücken verwechseln. Es dünnt sich also ziemlich aus. Ich will damit sagen, dass ihr bis zur Hälfte der Pfeife einen beträchtlichen Spaß an dem Tabak haben werdet. Ja? Und wem die Kosten egal sind, der kann sagen, okay, mir reicht eine halbe Füllung, den Rest kann man dann
Den entsorge ich und das stört mich nicht, aber bei 9,50 Euro aktuell, das ist ein paar Wochen alt, erwarte ich mir dann doch schon ein bisschen mehr. Und ab der Hälfte der Pfeife geht der ganze schokoladige Burley-Geschmack inklusive dem wahrscheinlich leichten Aroma einfach weg. Ja? Er ist weg. Es übernimmt ein richtig herber und ich würde es fast schon sagen, nahezu ungenießbarer und unrunder und kantiger Burley-Geschmack übernimmt die nächsten 4, 5, 6 Züge und danach übernimmt nur noch eins und zwar eine ganz, 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 ganz enttäuschende Aschigkeit, ja? die an eine zu heiß gerauchte Zigarre in ihrem letzten Viertel erinnert, wenn man sie überhaupt so lange raucht. Und es wird nicht besser. Es wird immer mehr heiße Luft, die irgendwie nach Asche schmeckt. Und also wirklich enttäuschend, wirklich enttäuschend. Hat ihm mir so viel versprochen von dem Tabak. Und da muss ich nun mal messen an Tabaken wie Nashville County und Solani 656, H.H. Burley Flake, dem Lieblingstabak von Matches 860 zum Beispiel. Ja, da kommst du einfach nicht mehr mit. Du bist einfach dann enttäuscht und du versuchst der Sache noch was abzugeben. Du legst die Pfeife weg, du lässt sie kalt werden und dann lässt sie noch kälter werden und dann zündest du wieder an und es passiert einfach auch mit einer erkalteten Pfeife immer nur dieses aschige und leicht schlecht zigarrige Nichts. Und du bist einfach nur enttäuscht und sagst dir, okay, bis zur Hälfte kann man sie rauchen. Meine Meinung, danach gehört sie ab in die Asche. Ja? Kurzum, ich kann sie nur bis zur Hälfte der Pfeife empfehlen. Vielleicht ist es, kann man sich so vorstellen, ihr beginnt eure Reise auf Graceland bei Elvis Presley und ab der halben Pfeife findest du dich in Hogwarts wieder und stehst Lord Voldemort gegenüber und musst gucken, wie du am besten gegen ihn kämpfst. Ja. Autsch. Autsch, sage ich da nur. Das hat er sich nicht gut abgeguckt von seinem wirklich gelungenen Bruder, dem am Vorhang Kentucky Blend. Ja, Burley ist ein Schuss in den Ofen. Meiner Meinung nach, mit Sicherheit gibt es genug, die ihn lieben und die mit Sicherheit bis zur Hälfte genauso lieben wie ich und vielleicht auch darüber hinaus. Ich wäre mit der ganzen Geschichte nicht warm und das ist mir der Zehner einfach zu fettig. Ja, ihr Lieben, das war's mal kurz, meine Einschätzung zum Amphora Burley. Ihr seht, das ist 50-50, von heller Begeisterung bis zu den abgebrannten Baumgrenzen der schönen Wanderung, die ich vorhin beschrieben habe. Ja, ich sage euch mal, wenn ich das jeden Tag rauchen würde bis zu Ende, würde wirklich massiv meine Zunge eitern. Ja, leider, leider. So, Freunde, ich gönne mir jetzt hier nochmal so einen schönen Schluck. Heute wieder Hese, Wese, Siese hier. Erstmal mein Tonbecher. Wieder drei Espressi drin. Ein Stück Süßstoff und Sahne. Ich will jetzt demnächst mal so ein Video machen. Jost Kraft Roschenkaffee, damit ihr vielleicht mal nachschmecken könnt, wer Lust darauf hat, wie die ganze Show hier immer so abgeht und schmeckt. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich bin rege gespannt auf eure Einschätzungen zum Amphora Burley. Ja, wie es euch so ergangen ist mit dem Tabak. Es bleibt spannend. So, Freunde, wir sehen uns. Haut rein. Bis bald, euer George.